Willkommen beim siebten Video zur Calliope Mini. Die Calliope Mini kann als Kopfrechentrainer verwendet werden und das für alle Rechenarten. In diesem Video schauen wir uns speziell jetzt die Multiplikation an. Anhand dieses Beispiels könnt ihr das Ganze aber natürlich abwandeln für Subtraktion und Addition und natürlich das Geteiltrechnen, also das Dividieren. Das Beispiel stammt in seiner ursprünglichen Form aus einem Cornelsen-Heft, das hatte ich schon in einem anderen Video vorgestellt. Allerdings fehlt dort die Komponente, dass die Calliope Mini natürlich euer Ergebnis auch prüfen kann. Die Calliope kann Zufallszahlen erzeugen, zeigt diese euch an, fordert euch dann auf, das richtige Ergebnis zu benennen. Habt ihr das richtige Ergebnis eingegeben, dann kommt ein lachendes Smiley. Habt ihr das falsche Ergebnis eingegeben, kommt ein trauriges Smiley und ihr müsst die Aufgabe so lange wiederholen, bis das Ergebnis korrekt ist. Die Funktionsweise dürfte klar sein, wir schauen uns jetzt die Programmierung mal im Roberta Lab an. Wie wir es vom letzten Mal schon kennen, habe ich auf der linken Seite das fertige Programm, einmal für mich als Orientierung, aber auch um das Programm einmal erklären zu können. Und auf der rechten Seite habe ich ein leeres Open Roberta Lab und hier werden wir dann das Programm nochmal komplett zusammenbauen und ich erkläre euch Schritt für Schritt, was die einzelnen Teile machen. Ihr seht schon, hier oben haben wir vier Variablen deklariert. Das mache ich natürlich auf der rechten Seite auch. Also erstmal hier auf Plus drücken und das erste Element nenne ich mal Mult1. Und das ist eine Zahl und die können wir ruhig mit 0 initialisieren. Hier gibt es immer die Möglichkeit, das Ganze zu kopieren. Nee, gibt es nicht. Wir müssen hier nochmal auf Start drücken. Also Variable Mult2 würde ich das nennen, auch eine Zahl. Und nochmal auf Start. Das nächste ist Eingabe und das ist auch eine Zahl. Und das vierte ist dann das Endergebnis. Und das ist auch eine Zahl natürlich. So, jetzt haben wir die vier Variablen, mit denen wir jetzt arbeiten werden. Da wir ja das Programm ständig neu starten wollen, wenn es einmal abgeschlossen ist, das haben wir ja im Video gesehen, einmal ist das Ergebnis richtig, dann startet ein neues Programm oder das Ergebnis ist falsch und man wird so lange abgefragt, was das richtige Ergebnis ist, bevor das Programm wieder von vorne startet. Deshalb nehme ich hier die Wiederhole unendlich oft Option. Was ihr auf der linken Seite aber eventuell schon sehen könnt, ist, dass ich jetzt hier im erweiterten Menü bin. Dazu muss ich mal hier auf die 2 mit dem Sternchen klicken und dann lande ich im erweiterten Menü und das brauchen wir jetzt auch für das Programm. Hier gibt es dann die Option Kontrolle auszuwählen und wiederhole unendlich oft ist ja, man kann es schon raten, eine Schleife natürlich. Das ziehen wir jetzt hier als Block einmal rein und dann müssen wir hier diesen Mult1 und Mult2 einmal setzen. Das finde ich wie immer unter Variablen und hier bekomme ich jetzt alle drei Variablen, die ich ja hier oben deklariert habe, zur Auswahl. Im Grunde kann ich da ziehen, was ich möchte und kann es dann auch ändern. Bin mal gespannt, kann ich das kopieren? Das kann ich kopieren. Okay, wir brauchen jetzt hier drei von den Teilen und das erste, was wir haben, ist der Mult1, der Mult2 und am Ende haben wir dann das Ergebnis. Und jetzt kann ich auch die Variablen mal erklären. Wir haben einen Multiplikator, das ist bei mir Mult1, also die Zahl, mit der ich dann mal nehme und einen zweiten Multiplikator, also die zweite Zahl, mit der ich dann mal nehmen möchte. Und die soll ja bei jedem Programmdurchlauf eine andere sein. Genau deshalb nehmen wir einfach einen Zufallswert. Deshalb kann ich hier einfach in den Mathematikblock reingehen. Und ihr seht schon, wir sind jetzt hier im erweiterten Modus. Hier haben wir viel mehr Optionen zur Auswahl. Und hier steht ein ganzzahliger Zufallswert. So, wir wollen ja aber hier nur das kleine 1x1 testen. Deshalb nehmen wir einen Wert zwischen 1 bis 10. Das gleiche müssen wir natürlich nochmal für den zweiten Multiplikator machen. Wir brauchen hier zwei Zufallszahlen, die miteinander multipliziert werden sollen. Ganz am Anfang rechne ich auch gleich schon das richtige Ergebnis aus. Das heißt, während wir jetzt mit dem Programm arbeiten, weiß der Calliope schon die ganze Zeit, was das richtige Ergebnis ist, während ihr natürlich noch raten müsst. Wie mache ich das? Naja, hier wieder Mathematik auswählen und hier gibt es einfach diesen Block mit einem Rechenzeichen zwischendrin. Hier habe ich jetzt noch ein Plus. Aber für dieses Programm wollen wir Multiplikation benutzen, also nehme ich dieses x und kann jetzt Mult2 und Mult1 hier einsetzen. Deshalb wieder auf Variablen, nehme hier meinen Mult1 und nochmal Variablen und Mult2. Und jetzt habe ich das Ganze ausgerechnet und wenn er hier sagt, schreibe Ergebnis, dann wird das Ergebnis aus dem blauen Block in das Ergebnis, also in die Variable Ergebnis geschrieben. Jetzt müssen wir ja auf dem Calliope einmal anzeigen, was überhaupt gerechnet werden soll, weil jetzt kennt zwar der Calliope die ganzen Zahlen, aber wir haben ja noch nichts angezeigt auf der Matrix. Deshalb hier oben Aktionen, Anzeige und hier habe ich dann Zeige Text. Also bitte wundert euch nicht, falls das bei euch anders aussieht, dann oben bitte nochmal hier zwischen 1 und 2 umschalten. Ich nehme also Zeige Text
Und hier möchte ich jetzt nicht Hallo anzeigen, sondern die Rechneraufgabe natürlich. Deshalb nehme ich hier den Mult 1. Kann ich den hier rauskopieren? Ja, es geht sogar. Sehr schön. Den Mult 1 zeige ich an, kopiere mir den ganzen Block hier raus. Dann zeige ich hier Mult 2 an, kopiere nochmal den Block, hänge den hier unten dran, kopiere nochmal so. Was ich jetzt aber wirklich haben möchte, ist ja Mult 1 und hier möchte ich einen Text haben. Das heißt, ich lösche mal den Block hier raus, da kommt der Mult 2, den Block lösche ich auch raus. Und was kommt jetzt in diese Lücken rein? Hier will ich ja einfach nur einen Text ausgeben, nämlich das Multiplikationszeichen, also das Mal. Deshalb gehe ich auf der linken Seite auf Text und wähle das hier aus. Und was mache ich hier als Mal rein? Ich kann jetzt entweder ein X reinmachen oder ein Sternchen. Und der Calliope versteht das Sternchen schon ganz gut. Das zeigt er ganz gut als Malzeichen an. Deshalb hier einfach das Sternchen rein. Ich kopiere jetzt auch nochmal den Block und zeige dann nochmal was an. Nämlich ein ist gleich. Also was würde jetzt bis dahin passieren? Wir haben zwei Zufallswerte. Sagen wir, der eine wäre 5, der eine wäre 7. Dann haben wir hier 5 mal 7. Und das Ergebnis von 5 mal 7 ist, na, richtig, 35. Das heißt, unsere Variable Ergebnis steht dann auf dem Wert 35. Die wird aber noch nicht angezeigt. Das Ganze, was angezeigt wird, kommt jetzt im folgenden Block. Da zeigt er mir nämlich den Multiplikator 1 an, nämlich zum Beispiel 5 in unserem Beispiel, mal, und als Multiplikator 2 die 7. Und ein ist gleich dahinter, als Aufforderung, dass wir jetzt was eingeben sollen. Jetzt habe ich aber ja noch eine Variable, nämlich die Variable Eingabe. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht verwendet. Das liegt daran, dass das die Eingabe ist, die ich als Nutzer dann vornehme und der Calliope diese Eingabe gegen das echte Ergebnis prüft und schaut, ob die richtig ist. Da wir jetzt aber auch hohe Zahlen, zum Beispiel 100 rausbekommen, wenn also beide Zufallswerte auf 10 stehen, 10 mal 10 wäre 100, deshalb habe ich mir gedacht, ich setze einfach mal den Wert von vornherein auf 50, dann bin ich in der Mitte dieses Spektrums und kann viel schneller nach unten oder nach oben springen und muss nicht so viel rumklicken auf der Calliope. Wie wir Variablen setzen, das wissen wir ja schon, also wieder auf Variablen und dann einfach schreibe Eingabe. Und Eingabe ist ja genau das, was wir haben wollten. Und der setzen wir jetzt einfach einen festen Wert, nämlich die 50. Ist jetzt ein reines Convenience-Feature, hätte man auch weglassen können. Damit der Nutzer jetzt am Ende nicht verwirrt ist, würde ich doch sagen, wir kopieren den Block nochmal und zeigen auch an, dass das Ganze auf 50 gesetzt ist. Hier liest er jetzt also die Eingabe aus und die steht ja auf 50, also zeigt er jetzt ist gleich 50 an, egal was für eine Rechnung wir hier haben. Und das ist natürlich Blödsinn, das Ergebnis ist ja falsch, ihr sollt ja das Richtige dann eingeben. Und jetzt kommt die Schleife, wo das Ergebnis abgeprüft wird und die soll so lange laufen, bis ihr ein richtiges Ergebnis habt. Das heißt, wir gehen hier wieder bei Kontrolle auf Entscheidungen, dürfte das sein, nee, ist falsch, wir gehen wieder auf Schleifen und zwar nehmen wir Wiederhole bis. Und bei dem Block wiederhole bis können wir jetzt genau das abprüfen. Wir können also prüfen, ist die Eingabe gleich dem Ergebnis und erst dann hört die Schleife auf zu laufen und das Programm beginnt von vorne mit der Neugenerierung der Zufallswerte und natürlich dann einer neuen Aufgabe entsprechend. Und was ich jetzt erzählt habe, hört sich doch stark nach Logik an. Deshalb gehen wir mal links in den Logikblock und hier können wir was abfragen. Schaut mal hier, diesen Block nehmen wir mal und hier nehme ich jetzt diesen Block hier oben Eingabe, also ich erkläre es mal im Nachgang, denn das sieht man dann, dass es logisch war, wenn ich das hier zusammensetze und Ergebnis. Also links Variablen und Ergebnis. So, der macht jetzt hier eine Prüfung und die kann wahr oder falsch sein. Der sagt also, wiederhole bis diese Bedingung wahr wird. Also die Eingabe, die ihr tätigt dann, gleich dem Ergebnis ist. Das ist jetzt die Prüfung, ob euer Ergebnis richtig ist. Ist das der Fall, beendet sich die Schleife und das ganze Programm startet wieder von vorne. Und weil uns die Wiederhole-Bis-Schleife jetzt so gut gefallen hat, nehmen wir die gleich nochmal. Denn wir müssen ja als Nutzer dem Calliope mitteilen, jetzt habe ich das richtige Ergebnis eingegeben, prüfe das doch mal. Und das machen wir, indem wir einen Sensor benutzen. Und zwar habe ich ja im Video immer geschüttelt. Das ist nicht der Beschleunigungssensor, ach Gott, gibt es hier viele Sensoren, sondern der Lagesensor ist das. Passt mal auf, ich ziehe den mal hier rein. Und hier kann ich dann auswählen, geschüttelt. Und sobald das Ganze geschüttelt wird, wird das dann als Eingabe gewertet und die Schleife hier beendet sich ebenfalls. Was machen wir denn so lange? Wir geben so lange das Ergebnis ein, würde ich sagen. Jetzt habe ich ja schon vorgewarnt, wir können ja Ergebnisse haben bis 100. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, naja, wir machen immer nur plus 1 pro Tastendruck, dann muss man im Zweifel 50 mal drücken. Wir erinnern uns ja, dass wir eine Eingabe haben, die schon auf 50 steht am Anfang. Das heißt, ihr startet jedes Mal von der 50 neu und müsstet dann 50 mal drücken.
macht nicht wirklich Spaß, deshalb müssen wir uns hier was anderes einfallen lassen. Trotzdem müssen wir natürlich in der Lage sein, in einer Schritten die Eingabe zu ändern. Deshalb fangen wir jetzt erstmal mit den einer Schritten an. Und dann kann ich auch wieder so eine Entscheidung machen, nämlich einfach wenn mache. Und wir machen das jetzt so, wenn die Taste A gedrückt wird, zählen wir 1 nach unten, also wenn es auf 50 wäre und wir würden 1 abziehen, wären wir auf 49. Und wenn wir B drücken, also die Taste auf der rechten Seite, dann geht es 1 nach oben, also plus 1. Und wie es immer so beim Programmieren ist, da gibt es 2 Möglichkeiten, das zu machen. Also es gibt nicht immer richtig und falsch beim Programmieren, wie ihr das vielleicht sonst aus Mathe oder aus der Schule kennt. Da gibt es immer viele Wege. Schaut mal auf der linken Seite. Ich habe jetzt hier einfach gesagt, setzen wir doch mal den Wert Eingabe auf einen neuen Wert, indem wir von der Eingabe selbst 1 abziehen. Also da steht einfach Eingabe minus 1. Der Wert, der dann da rauskommt, wird wieder auf Eingabe geschrieben. Das hört sich kompliziert an, nehmen wir es mal an einem Beispiel. Wir haben zum Beispiel die Zahl 5. Der Befehl sagt jetzt, ziehe 1 von der 5 ab, dann habe ich 4. Dann ist der Wert der Eingabe 4. Einfach, oder? Und das kann man aber auch anders lösen. Also zumindest hier bei Calliope. Gehen wir auch mal auf Mathematik. Und hier haben wir dann den Block erhöhe um 1. Das können wir zum Beispiel nehmen, das hänge ich mal hier rein. Ich bin mal gespannt, hier müsste ja hoffentlich auch minus 1 gehen, genau. Also wir können es erhöhen oder niedriger machen. Und die Bedingung, wann das passieren soll, habe ich ja gesagt, ist, wenn wir Taste A drücken. Das heißt, es dürfte unter Sensoren sein, Taste A gedrückt und dann wird hier um 1 erhöht. Es steht zwar erhöhen da, aber da wir ja ein minus 1 hingeschrieben haben, tja, wird es halt negativ. Aber was wollen wir eigentlich erhöhen? Ja, die Eingabe natürlich. Die haben wir ja hier oben schon benutzt. Kopieren wir einmal und ziehen das Ganze hier rein. Und jetzt würde ich doch sagen, wir kopieren uns auch mal diesen Block. Einfach deshalb, weil natürlich nach der Eingabe ich auch sehen will, ob der Tastendruck angenommen wurde. Und dann sehe ich den neuen Wert meiner Eingabe. Jetzt haben wir hier oben das schöne Plus. Das nutze ich auch mal. Und jetzt habe ich hier sonst wenn. Und wir machen das hier genauso weiter jetzt, also wenn wir Taste B zum Beispiel drücken, habe ich ja gesagt, wollen wir das Ganze tatsächlich erhöhen, nämlich um plus 1 und deshalb hier kein Minus hin. Vorhin habe ich es ja schon angekündigt, wir können zwar die Einer-Schritte nutzen, aber wir sollten auch eine Option offen lassen, dass wir in 10er-Schritten springen können. Wenn ich nämlich 50 habe und möchte auf 100 springen, kann ich das dann, wenn ich in 10er-Schritten springen kann, nämlich mit weniger Klicks tun, als da die ganze Zeit A und B wie wild zu drücken. Das heißt, wir machen auch hier weiter, sonst wenn. Wir haben ja noch mehrere Eingabemöglichkeiten, nämlich PIN 1 und PIN 0 zum Beispiel, den wir nutzen können. Sage ich mal hier PIN 0 gedrückt, kann ich hier auswählen. Und dann machen wir wieder diesen Block hier und erhöhen das Ganze um minus 10. Das heißt, ich habe 2 Eingabemöglichkeiten. Ich kann entweder im 1er Bereich springen oder im 10er Bereich springen. Und das geht munter so weiter. Wir können halt hier immer die Blöcke kopieren. Das macht das Ganze relativ komfortabel. Und jetzt würde ich sagen, auch nach jeder erfolgreichen Eingabe wollen wir ja nochmal sehen, was jetzt gerade als Ergebnis wir da eingegeben haben. Und deshalb hinter jeder Eingabe kommt nochmal dann das Ergebnis zur Anzeige. Wir haben jetzt ja gesagt, wiederhole bis geschüttelt wird. Jetzt kommt quasi der Part, es wurde geschüttelt. Was passiert dann? Auch da würde ich wieder einen Wenn-Block reinnehmen, also hier Entscheidung und Wenn mache. Und das kommt hier unter diesen Block. Der wird ja jetzt, sobald geschüttelt wird, verlassen. Und dann können wir hier weitermachen, das Ergebnis abzuprüfen. Und das können wir natürlich genauso machen, wie wir es hier oben schon gemacht haben. Einfach rauskopieren. Eingabe ist gleich Ergebnis. Wenn das wahr ist, dann würde ich doch sagen, können wir ein lachendes Smiley zeigen. Deshalb gehe ich mal hier oben auf Aktion, Anzeige, zeige Bild. Das nehme ich mal raus und es gibt ja schon vordefinierte Bilder hier auf der linken Seite. Ich ziehe jetzt mal eins hier rein. Hier kann ich dann irgendwo das lachende Smiley auswählen. Und damit das hier nicht zu hektisch wird, lassen wir das eine Sekunde auf dem Display stehen. Wie mache ich das? Naja, es gibt einfach den Wartebefehl. Den finde ich hier bei Kontrolle wieder und erwarten. Und hier kann ich den reinziehen, setze ihn mal auf 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Und dann zeigt er eine Sekunde lang das lachende Smiley an. Wenn er dann damit fertig ist, dann springt er wieder hier raus. Und hier wird er nochmal geprüft. Eingabe ist Ergebnis. Das heißt, auch dieser Block ist jetzt verlassen und die Aufgabe beginnt einfach wieder von vorne. Was passiert aber, wenn das Ganze falsch ist? Hier wieder auf Plus. Wir kopieren diesen Block hier wieder und ziehen den ganzen Block hier in diesen Sonst-Wenn-Block oder an diese Sonst-Wenn-Ecke ran.
Und hier ist ja genau das Gegenteil, müsste ja hier das Fall sein, nämlich ungleich. Also Eingabe entspricht nicht dem Ergebnis. Auch hier würde ich ein Bild anzeigen, dass der Nutzer ein Feedback bekommt. Ups, da ist was schiefgelaufen oder ich habe mich verrechnet. Und glaubt, das traurige Smiley ist ganz hier unten. Gleiches Spielchen hier wieder. Wir kopieren auch mal das Warten raus. Und um das jetzt nochmal deutlich zu machen, dass nochmal gerechnet werden muss, würde ich nämlich nochmal die Aufgabe anzeigen. Vielleicht hat der Nutzer die ja falsch abgelesen und möchte die nochmal angezeigt bekommen. Damit ist auch klar, dass er die gleiche Aufgabe nochmal zu rechnen hat. Das können wir uns alles von hier oben dann runter kopieren. Ist gleich, lassen wir jetzt mal weg. Das sollte dann klar sein. Ja, das sieht jetzt zugegebenermaßen kompliziert aus. Aber wenn man es mal so durchspricht, finde ich, machen die ganzen Schleifen Sinn. Und das war es im Grunde auch schon. Das Schöne ist jetzt, der Calliope Mini kann relativ schnell benutzt werden mit den Pins und den ja, A und B drücken. Und damit muss jetzt euch euer Lehrer oder eure Eltern nicht mehr abfragen. Ihr könnt jetzt das kleine 1x1 selbst üben. Und jetzt habt ihr noch von mir eine kleine Aufgabe zum Weitermachen. Und zwar haben wir ja die Multiplikation jetzt gemacht. Wenn ihr das Programm jetzt abwandeln möchtet, habt ihr alle vier Grundrechenarten zur Verfügung und könnt das Programm dementsprechend ändern. Hier oben muss dann zum Beispiel was geändert werden. Bei der Anzeige muss man aufpassen, dass das Richtige angezeigt wird. Also an verschiedenen Stellen muss hier noch was geändert werden, wenn die Rechenart geändert wird. Aber viel ist es tatsächlich nicht. Und jetzt, den Rest kennt ihr ja schon, das Programm einmal auf den Calliope Mini übertragen und Spaß haben.